Zum Schreien ist zurzeit auch manchen Eltern zumute. Mitten im Kindergartenjahr erhöht Rot-Grün die Gebühren für die Kindertagesbetreuung. Bis zu 53 Euro mehr im Monat müssen die Eltern aufbringen. Nelson Strung von der Zentralelternvertretung fühlt sich dabei fast wie im falschen Film. Also wir wissen, dass viele Eltern betroffen sind. Das sieht man schon alleine an den Mitzeichnern der Petition, die momentan läuft. Das sind 477 an der Zahl und immer steigend. Es sind Eltern, die mit ihrem Einkommen im Mittelfeld liegen normalerweise und durch die neue Gebührentabelle nach oben gerutscht sind. Und für die zwei Verdiener mit einem oder zwei Kindern sind 53 Euro in der Kasse, die fehlen, wirklich schon sehr viel. Und das wirkt sich dann teilweise schon aus. Besonders betroffen ist eine Mutter, von der ich weiß, die alleinerziehend ist mit einem Kind und 53 Euro mehr bezahlen muss, aber ihr Gehalt das gar nicht so unbedingt hergibt. Bei der Debatte in der Bürgerschaft sitzt Nelson Strunk auf der Tribüne. Ungläubig hört er zu, wie der Senat einfach den Eltern in die Tasche greifen kann, dass das so überhaupt möglich ist. Also ich als Vater, als Bürger dieser Stadt empfand das als fast sozusagen eine Schmach, das Ganze in der Bürgerschaft noch mal zu debattieren. Es ist allen Menschen ersichtlich und bekannt, dass die Gebührenerhöhung nicht hätte stattfinden dürfen und dass das Ganze rechtlich nicht abgesichert war, was man dann in der Bürgerschaft noch mal versucht hat. Und die Tatsache, dass Gelder fehlen und dass die Kassen klamm sind, das den Eltern aufzubürden, das wurde mir noch mal deutlich, dass die Bürgerschaft zum größten Teil geschlossen dahinter stand. Einige entscheidende Fraktionen jedenfalls. Das ist so mein Eindruck, den ich davon hatte. Außer die CDU-Fraktion. Sie stimmte gegen die Erhöhung. Sandra Ahrens, familienpolitische Sprecherin, ist verärgert über die chaotischen Verhältnisse bei der Kinderbetreuung, die Rot-Grün nicht in den Griff bekommt. Bei der Gebührenerhöhung regen mehrere Punkte auf. Zum einen, dass es mitten im Kindergartenjahr erfolgt. Jeder, der eine Erhöhung von seiner Versicherung bekommt, hat ein Sonderkündigungsrecht. Kindergarteneltern sind auf den Betreuungsplatz angewiesen. Die müssen, auf gut Deutsch gesagt, die Kröte schlucken. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Beitragstabelle total ungerecht ist. Die fängt ab 14.300 und ein paar zerquetschten an. Das heißt, ab 1.000 Euro brutto. Wir berechnen nämlich im Gegensatz zu anderen Kommunen das Kindergeld mit ein und geht in schnellen, rasanten Schritten hoch und endet bei der willkürlichen Grenze von 70.560 Euro. Das heißt, schnell rein, schnell hoch und Bremen nimmt, was es kriegen kann. Das sind die Dinge, die hier in Bremen laufen, aber nicht in anderen Kommunen. Und deswegen zahlen Kindergarteneltern von Bremern mit am meisten. Nelson Strunk erklärt sich die panikartige Gebührenerhöhung so. Bremen hat unserer Auffassung nach verschlafen, den Ausbau der U3-Plätze voranzutreiben. Sieht vielleicht jetzt auch noch in den letzten auf der Zielgeraden ein, dass vielleicht Gelder fehlen und versucht jetzt, und da ist der Bogenschluss, vielleicht mit den erhöhten Elternbeiträgen dann noch Löcher zu stopfen zu können, was natürlich unsere Auffassung, auch der rechtlichen Auffassung, überhaupt nicht machbar ist. Sozialsenatorin Stahmann sollte sich in Sachen Kinderbetreuung öfter mal einen Tipp von Sandra Ahrens und der CDU-Fraktion holen.